Mitten in Berlin liegt der große Tiergarten, die grüne Lunge der Stadt. Weithin sichtbar die Siegessäule, Spitzname Goldelse. In ihrem Mercedes Cabriolet Baujahr 1969 holt Kerstin Flüge ihre Gäste ab. Die Marketing-Spezialistin bietet Sightseeing-Rundfahrten an. Das Besondere liegt sicherlich darin, dass Sie die Stadt in einem offenen Auto ganzheitlich erleben und einen, ja, wie man so schön sagt, 180 Grad Rundumblick haben und nicht irgendwelche Dachpfosten über sich oder neben sich haben. Sie bekommen einen ganz anderen Eindruck von den Gebäuden und von der Schönheit der Stadt. Die Stadtrundfahrten im Oldtimer-Cabrio gestaltet Kerstin Flüge in Absprache mit ihren Gästen. Abholung am Wunschort inklusive. Am Brandenburger Tor warten Ellen Bell und Werner Baumgarten. Frau Baumgarten, herzlich willkommen. Schön. Das Paar kommt aus Neuss in Nordrhein-Westfalen. Berlin steht schon lange auf der Wunschliste. Ich freue mich, dass ich hier bin und vor allen Dingen hier an so einem tollen Platz, in so einem schönen Auto in Berlin hier. Also besser geht's ja gar nicht. Für das Paar geht es zunächst ins nahegelegene Regierungsviertel. Die Fahrt führt vorbei am Holocaust-Mahnmal und am sowjetischen Ehrenmal. Dann öffnet sich der Blick auf das Reichstagsgebäude. Die gläserne Kuppel stammt von Star-Architekt Norman Foster. Reichstagsgebäude, Sitz des deutschen Parlamentes, 1905 eröffnet. Kaiser Wilhelm II. Nannte das ganze Ding einfach nur Quasselbude, weil er mit Parlamentarismus und der demokratischen Entwicklung in Deutschland nicht so viel am Hut hatte. Wie Sie hier sehen können, sah das Gebäude vorher nicht wirklich anders aus und war dann doch sehr stark zerstört. Gegenüber vom Reichstag liegt das Bundeskanzleramt, 8-mal so groß wie das Weiße Haus in Washington. Nächstes Ziel ist die Museumsinsel in Berlins historischer Mitte. Der Komplex aus Bode, Pergamon, Altem und Neuem Museum sowie der Alten Nationalgalerie gehört zum UNESCO-Welterbe. Das ganze Ensemble mit der Museumsinsel ist eines der größten Museen-Ensembles der Welt. Die Insel selber beherbergt 5 Museen mit der Nofretete und dem Pergamonaltar als wesentlichem Aspekt. Der Berliner Dom hinter uns, die Grab- und Krönungskirche der Hohenzollern. Und das Ganze wird abgerundet als Ensemble, im Ensemble-Charakter mit dem Lustgarten. Am Gendarmenmarkt zeigt die Berliner Mitte ein weiteres Mal ihre architektonische Pracht. Der Platz mit dem Konzerthaus, dem deutschen und dem französischen Dom zählt zu den schönsten in Deutschland. Kerstin Flüge steuert ihren Mercedes Richtung Checkpoint Charlie, dem berühmten Grenzübergang im einst geteilten Berlin. Es ist bedauerlich, dass bis heute die Stadt Berlin diesen Ort immer noch nicht so ganz neu gestaltet hat. Man ist sich nicht einig, wie das werden soll, weil es doch eine sehr heikle Zeit war, in der das Ganze hier stattgefunden hat. Und vor allen Dingen für die Berliner Bürger selber natürlich auch hochdramatisch war. Kein Berlin-Besuch ohne original Berliner Currywurst. Erfunden haben will sie die Gastronomin Hertha Heuwer im Jahr 1949. Das Geschmacksgeheimnis steckt in der Tomatensauce. Also es gibt verschiedene Varianten hier in der Stadt, aber ich denke, hier sind wir eigentlich ganz gut aufgehoben für so einen kurzen Break. Und da gehen auch die Meinungen immer auseinander, welche Currywurstbude in Berlin, Ost oder West, nun das Highlight sei. Aber ich denke auch, das ist eine ordentliche Variante. Nö, ist gut. Schmeckt sehr hervorragend. Im Berliner Stadtbild ist die einstige Teilung kaum noch zu sehen. Einige wenige Überreste der Berliner Mauer stehen bis heute in der Niederkirchner Straße. Am Potsdamer Platz zeigt Berlin sein modernes Gesicht. Mehr als 100 Meter ragen Forum, Kollhoff und Bahntower in die Höhe. Kaum vorstellbar, dass hier einst ein riesiges Niemandsland war, mit Mauer und Todesstreifen. Hier endet die Stadtrundfahrt. Es war eine wunderschöne Tour, wunderschöner Tag. Ich denke, wir werden das nochmal machen, weil Berlin hat so eine Größe. Es hat mir super gut gefallen. Berlin ist eine wunderschöne Stadt und ich bin einfach fasziniert. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Jetzt freuen sich die beiden aber erst einmal auf einen Espresso in einem der vielen Cafés.